Für viele gehört es zusammen. Ein gemütlicher Abend, ein schönes Essen und dazu Rotwein. Der schmeckt nicht nur lecker, der soll ja in Maßen auch gesund sein. Aber warum eigentlich? Rotwein schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkt. Denn Rotwein enthält Stoffe, die Arterienverkalkung verhindern können. Zum Beispiel Flavonoide. Das sind Pflanzenstoffe, die auch in der Schale von Weintrauben vorkommen. Flavonoide schützen vor zellschädigenden freien Radikalen. Aber diese kleinen Wunderstoffe kommen doch auch in vielen anderen Lebensmitteln vor. Muss es Rotwein sein? Nein, man kann zum Beispiel auch auf Traubensaft ausweichen. Der enthält keinen Alkohol und die gesunden Flavonoide sind auch drin. Egal ob Traubensaft oder Wein, Studien zeigen, dass beide über die gleiche Menge an gesunden Pflanzenstoffen verfügen. Zum Beispiel der Pflanzenstoff Resveratrol. Er hat eine entzündungs- und krebshemmende Wirkung. Um davon zu profitieren, müsste man aber literweise Rotwein oder Traubensaft trinken. Doch Folgendes kann Rotwein viel besser als Traubensaft. Er hebt durch den Alkoholgehalt das gute HDL-Cholesterin. Das schützt uns vor Herzinfarkt. Und wie funktioniert das? Arteriosklerose ist eine Gefäßverkalkung. Dabei lagert sich Fett in der Wand der Blutgefäße ab. Das Blut kann nicht mehr ungehindert durch die Gefäße fließen. Im Extremfall verschließen sie sich komplett und es kommt zu einem Herzinfarkt. Und das kann das gute HDL-Cholesterin verhindern? Ja, es nimmt einfach das überschüssige Fett auf und transportiert es zur Leber. Und was ist mit den Franzosen? Ihr Herzinfarktrisiko ist geringer als das von Menschen in anderen Ländern. Und sie leben länger. Liegt das am Rotwein? Kann sein. Aber die Franzosen ernähren sich auch gesund mit viel Obst, Gemüse und ungesättigten Fetten, wie zum Beispiel Olivenöl. Wie viel Rotwein darf ich denn nun trinken? Der Gesundheitseffekt gilt nur dann, wenn man keine Unmengen trinkt. Männer sollten nicht mehr als ein Glas, also 250 Milliliter täglich trinken, Frauen nicht mehr als ein kleines Glas, also 125 Milliliter. Sonst kann Alkohol abhängig machen und das Krebsrisiko erhöht sich. Dann gilt wohl auch beim Rotweinkonsum: weniger ist mehr.